Willkommen zurück zu Mario Kart DS und wir gehen auch direkt los mit dem 100er Cup, so wie die anderen, und nehmen den guten alten Yoshi, um den nächsten Cup zu bestreiten. Erstmal gucken, welcher Cup das natürlich war. Pilz haben wir, Stern, Feuerblume, Stern, Panzer. Haben wir den Stern? Nein, den Stern-Cup haben wir noch nicht. Den Pflanzen-Cup haben wir als letztes frei gemacht. Wir werden natürlich die hier nehmen, den Stern-Cup. Sieht aber auch ziemlich schwer aus. Aber Augen zu und durch, würde ich mal sagen. Gibt ja nichts Schlimmes. So, wir kommen jetzt hier zu Donkey Kong Alpen und versuchen natürlich das Beste daraus zu machen. Und da würde ich mal sagen, let's go. Jetzt muss ich erstmal selber nochmal gucken, wie die Steuerung hier war. Das ist schon jetzt ein bisschen her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, Mario Kart. Anhand von der Strecke kann ich diesmal nicht versprechen, ob ich... ob ich dieses Mal den Cup gewinne, hängt von meiner Leistung jetzt hier ab. Aber so wie ich jetzt spiele, ist das total kacke. So, was ist es? Okay, wir sind natürlich schneller als der Panzer. Ich hoffe, der Panzer trifft uns nicht. Nein, und uns trifft ein Blitz und der Koopa-Panzer von eben. Ach, als hätte ich es nicht gewusst. Jawohl. Und einen geilen Sprung werden wir natürlich ablegen. Ah! Okay, wir sind Erster. Schade, dass es nicht die... Okay, wir sind nicht Erster. Wollte gerade sagen, schade, dass es nicht die letzte Runde ist. Den hätten wir jetzt gewonnen. Aber das ging natürlich in die Hose. Und der Bowser wird nicht getroffen. Das ist natürlich doof. Hat er mich auf meinen Drift rausgeholt. Ich sehe nichts und rutsche. Nein, und ich falle unten noch runter. Okay, das wird jetzt schwer. Leute, also das hier ist jetzt definitiv nicht meine Strecke. Eindeutig nicht. Ist ja nicht so, als wären die letzten Cups auch schon sehr knapp gewonnen gewesen. Das hier wird, dann denke ich mal, sehr knapp. Aber nur wenn ich jetzt so weiterspiele wie jetzt, dann funktioniert natürlich das nicht. Und wieder Zweiter, kurz vor der Ziellinie. Also wenn das Gleiche jetzt passiert ist in der letzten Runde, dann werde ich nicht Erster. Okay. So, wir sind jetzt Erster. Jetzt kommt wieder die Schlangenlinie hier. Wo wir jetzt schon zweimal, dreimal, viermal schon runtergeplumpst sind. Oder überrollt wurden. Also das wird jetzt wirklich sehr... Nein, da ist er wieder. Okay. Na! So, ich hoffe, der rutscht aus. Aber ich darf mir jetzt hier nicht allzu viel Hoffnung machen. Ja, die Kugel hat ihn getroffen. Das heißt, ich kann ab einen kleinen Vorsprung. Ich muss diesen Vorsprung natürlich halten. Ich bin über jedes... bei jedem Platz jetzt froh, den ich hier kriege. Und Erster an der ersten Strecke von dem Stern-Cup. Sieht so aus, als wäre Wario hier der Favorit. Aber das sehen wir in der nächsten Strecke. Und die nächste Strecke ist Tic-Tac-Trauma. Natürlich sieht man, dass es die... sage ich mal, die Welt ist aus Super Mario 64, dieses Gemälde. War das ein Gemälde oder konnte ich direkt in die Uhr rein? Ich glaube mal, das war nur die Uhr, das war noch nicht mal ein Gemälde. Ja, ich weiß nicht mehr 100%. Jetzt erstmal die Richtung hier gucken, wo nochmal so lang. Erstmal wieder zurechtfinden bei den Strecken. Die bin ich ja wirklich schon ewig nicht mehr gefahren, die Strecken hier.
Leute, ich muss das Cup hier gewinnen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, nochmal diesen Cup hier zu machen, weil hier Strecken dabei sind, die nicht wirklich, sag ich mal, mein Fall sind. Sie machen zwar Spaß, aber sie sind nicht so mein Fall. Deswegen muss ich mich hier wirklich ein bisschen anstrengen. So. Wir sind jetzt wieder Erster. Noch Erster, sage ich mal. Aber in Mario Kart ist alles möglich. Das kann sich sehr schnell ändern. Ich traue mich hier gar nicht zu driften, weil ich Angst habe, dass ich runterfalle oder wieder abgeknallt werde und dann ausgenockt bin oder was auch immer. Okay. Oh, das doch war jetzt aber knapp gewesen. Okay, die letzte Runde. Ich hoffe, es kommt jetzt hier kein blauer Panzer. Es kommt hier hoffentlich kein roter Panzer hinter mir oder mehr rote Panzer. Das wäre nämlich mein... Oh, das wäre nämlich mein Aus. Sofern ich nicht runterfalle. Aber soweit sieht es ziemlich gut aus, dass hier das Rennen auch auf Platz 1 gewonnen wird. Wenn jetzt hier nichts kommt. Wirklich gar nichts. Okay, ein roter Panzer darf kommen, aber der Rest nicht. Okay, die Strecke bin ich jetzt hier ein bisschen mit Vorsicht gefahren, aber trotzdem geschafft. So, jetzt kommt eine entspannte Strecke, denke ich mal, hoffe ich mal. Ist zwar lang, aber es ist entspannt. Hier sehen wir natürlich auch Daisys Schloss. Ach, Daisy, Peach Schloss. Erstmals erschienen, meiner Meinung nach, bei der N64. Boah, das war jetzt echt knapp gewesen. Und nach hinten, ne? Und da sehen wir auch schon Daisys Schloss. Auf den Mario Kart 64 konnte man natürlich auf das Grundstück fahren. Hier ist natürlich zu. Also ich habe jetzt keinen Weg gesehen, der offen ist. Nein, Donkey Kong, die roten Panzer waren eigentlich nicht für dich gedacht. Ich weiß gar nicht, ist das die letzte Strecke jetzt gewesen oder die vorletzte? Ich glaube mal die vorletzte. Ja, du scheiß Goomba. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, dass die Mario Kart Strecken damals so schwer waren. Entweder habe ich das als Kind ziemlich leicht empfunden oder ich bin einfach nur raus aus dem System. Ah, Mist. Gib mir doch mal was Anständiges. Natürlich. So, letzte Runde. Jetzt heißt es, ich muss hier jetzt mal ordentlich Gas geben. Sonst sieht es wirklich mau aus. Natürlich stehe ich mit zwei Plätzen vorne, aber das hat im Moment noch nichts zu heißen für mich. Der Computer, der ist ja schon wieder so weit vorne. Nein, warum habe ich den Panzer nicht aufgehoben, alles klar. Ah, da vorne ist Nummer 2. Ich hoffe, dass ich wenigstens noch Zweiter werde. Und Zweiter noch wenigstens geworden. Immerhin Zweiter. Hm.
Und die letzte Runde. Oh je, das ist jetzt auch wieder so eine Strecke. Leute, ich versuche mein Bestes zu geben. Naja, immerhin. Auf zur letzten Strecke. Lass mal hier gucken. Sorry, Peach, aber ich muss durch. Ich muss ja selbst manchmal ein bisschen gucken, da ich die Strecken schon lange nicht mehr gefahren bin. Nein, ich dachte, ich könnte jetzt hier ordentlich rumdriften, aber das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich eigentlich wollte. Und das Blöde ist, ich bin natürlich Vierter, das ist nicht so schick. Ich glaube, man, das kann ich vergessen, dass ich hier Zweiter werde. Ich wollte eigentlich um die Kurve ziehen, aber das ist... Nein, ich bleib schon wieder hängen. Das funktioniert nicht ganz. Kommt wieder dieser... Mensch, jetzt kommt wieder dieser... Echt dieser Rundumturm. Da versuche ich nochmal, um die Kurven zu ziehen. Ob es diesmal klappt. Wow. Ich würde mich auch mit dem dritten Platz zufrieden geben. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Okay, wäre das die letzte Runde gewesen, ich wäre definitiv Fünfter geworden. Ist es aber Gott sei Dank noch nicht. Bisschen anstrengend, ja. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es einen Cup gibt, der mir, sage ich mal, jetzt nicht so zusagen tut. Natürlich. Nein, nein. Ich darf jetzt nicht Fünfter werden. Wenigstens Vierter. Oh. Okay, das war jetzt knapp. Aber ich hoffe jetzt, dass die Punkte hier nicht so endlos sind. Oh, Gleichstand. Und wir haben ganz, ganz knapp gewonnen. Aber wirklich, das war jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr knappes Cup. Ich dachte jetzt erst, ich hätte verloren. Aber wie das Spiel will, haben wir natürlich gewonnen. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich mit dem Wario gleiche Punkte hatte. Naja, immerhin. Wieder ein Cup zu Ende, wieder ein ganz knappes Cup gewonnen. Und ja, es hat eigentlich Spaß gemacht. Den Stern-Cup geschafft. Ist der neue Cup offen? Ja, der Special-Cup ist offen. So, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.